Großfusionen bei den Goldkonzernen, das hatten wir schon lang nicht mehr, aber jetzt kommen sie wieder, die großen Übernahmen. Erst die Übernahme Randgold durch Barrick Gold vor ein paar Monaten und jetzt die Megafusion Newmont Mining und Goldcorp zum größten Goldkonzern der Welt. Eine ganz spektakuläre Fusion. Da müssen wir uns natürlich fragen, was ist da jetzt los im Goldsektor? Warum passiert das gerade jetzt? Geht es da einfach nur um Größe? Oder rechnen die damit, dass Gold jetzt steigt? Wissen die Goldkonzerne mehr als wir? Oder müssen die Goldkonzerne andere Goldunternehmen kaufen, weil ihnen sonst schlichtweg das Gold ausgeht? Das hört man nämlich auch immer wieder. Das schauen wir uns heute alles an. Herzlich willkommen bei Zukunftsmärkte. Erst die Riesenübernahme von Randgold durch Barrick Gold letztes Jahr. Da habe ich ja auch ein Video dazu gemacht hier. Und jetzt eine noch größere Fusion. Newmont Mining übernimmt Goldcorp oder geht mit Goldcorp zusammen, wie man will. Das kann man ja unterschiedlich sehen. Und das ist jetzt aber wirklich die größte Übernahme aller Zeiten im Goldsektor. Transaktionsvolumen 10 Milliarden Dollar. Damit ist Goldcorp bewertet worden in dieser Fusion. Das war auch ein Aufschlag von 17% auf den letzten Kurs vor der Ankündigung dieser Übernahme. Und damit entsteht jetzt der größte Goldkonzern der Welt. Wie gesagt, Jahresproduktion so 6 bis 7 Millionen Unzen im Jahr. Und was da auch ganz interessant ist an der Sache, Barrick Gold ist da nämlich auch nochmal reingegrätscht. Also wie gesagt, Barrick hat ja Randgold übernommen. Und dann hat Newmont gesagt, wir kaufen Goldcorp. Und dann hat Barrick aber nochmal ein Übernahmeangebot gemacht für Newmont. Ein feindliches Übernahmeangebot. Das ist am Ende alles nicht zustande gekommen. Aber was die jetzt machen, ist zumindest ein gemeinsames Venture für die Minen in Nevada. Und zum Schluss heißt das, Newmont hat jetzt Goldcorp übernommen und Newmont hat jetzt auch noch diese Kooperation mit Barrick in Nevada. Da geht es ja auch nochmal um eine gemeinsame Jahresproduktion von ungefähr 4 Millionen Unzen. Also es ist da jetzt wirklich einiges passiert, da ist einiges umgeworfen worden, da hat sich jetzt viel bewegt. Aber warum haben wir denn plötzlich solche Übernahmen wieder? Das war ja lange nicht so. Und da gibt es jetzt Leute, die sagen, das ist ein klares Indiz dafür, dass der Goldpreis jetzt steigen wird. Die Goldkonzerne, die wissen das, die wissen mehr als wir und die kaufen jetzt, was sie kriegen können an Wettbewerbern, weil sie wissen, mit dem Goldpreis geht es jetzt nach oben. Ich persönlich halte davon nicht so viel. Wenn man sich die letzten 20, 30 Jahre anschaut, da waren die Goldkonzerne nicht sehr gut, wenn es um die Goldpreiseinschätzung gegangen ist. Die haben sich da oft verschätzt, die haben falsch geplant, mit katastrophalen Folgen auch für die Aktionäre. Goldpreissentiment allgemein ist jetzt natürlich wieder besser, also das kann man schon sagen. Das stellen wir ja alle fest, aber ich glaube nicht, dass die Goldkonzerne an sich da mehr wissen als andere Marktteilnehmer, die wissen auch nicht mehr als wir. Die zweite Theorie für diese Übernahmen ist, dass es da einfach um Größe geht. Größe ist gut im Minensektor und das stimmt auch irgendwo. Wer groß ist, wer viele Minen hat, der steckt Rückschläge bei einzelnen Minen viel besser weg. Es kann ja immer passieren, dass eine Mine mal komplett enttäuscht oder dass man Ärger hat mit Regierungen zum Beispiel. Kleine Goldproduzenten, die können in so einem Fall wirklich untergehen. Große Goldkonzerne, die schaffen es dann eher noch. Barrick ist da auch wieder ein schönes Beispiel. Barrick Gold hat ja Milliarden versenkt die letzten Jahre, ist aber trotzdem noch da. Für die Aktionäre war es nicht immer lustig, aber sie sind noch da. Also Größe ist gut, Größe ist ein Vorteil im Minensektor, man kriegt eher Kapital, das Risiko ist geringer und man kann sich als Minenkonzern mehr Risiken leisten, auch wenn man groß ist.
Wenn man sich den Sektor so anschaut, also es gibt ganz unterschiedliche Produzenten natürlich, es gibt kleine Produzenten, oft mit wenig Geld, die hätten die Minen. Dann gibt es die großen Goldkonzerne, die hätten das Geld, nicht unbedingt die Minen, die gehen ihnen langsam aus. Da wäre es natürlich völlig normal, wenn wir viele Übernahmen hätten, große übernehmen kleine. Das passiert natürlich auch immer wieder. Aber was wir im Moment haben, das sind ja Großfusionen, da werden große Produzenten übernommen von ganz großen Produzenten. Und das ist jetzt, was wir da sehen bei Barrick, bei Newmont, das ist jetzt schon was ganz anderes wieder. Was ist das Muster bei diesen beiden großen Deals, die wir jetzt gehabt haben? Erstens, man hat es hauptsächlich über Aktientausch gemacht, also keine neuen Schulden, was ja schon mal gut ist für die Anteilseigner. Und zweitens, die großen Goldkonzerne sind offenbar der Meinung, dass sie diese Großübernahmen jetzt brauchen, weil sie was bewegen wollen. Das Ganze soll ja einen Effekt haben, diese Transaktion. Das soll sich ja lohnen. Und offensichtlich geht eben der Trend da wieder hin. Große Goldkonzerne kaufen große Goldkonzerne, während kleine Goldunternehmen eher übernommen werden von mittelgroßen Goldunternehmen. Das können wir zumindest mal feststellen. Drittens, die Großkonzerne, die übernommen worden sind, die haben Probleme gehabt, kurzfristig zumindest. Der Börsenwert ist da jeweils zurückgegangen. Also Randgold hat man relativ skeptisch wieder gesehen und Goldcorp hat man sogar sehr skeptisch gesehen am Aktienmarkt. Goldcorp-Aktie war auf einem 15-Jahrestief mehr oder weniger, bevor das Übernahmeangebot gekommen ist. Newmont ist da also billig eingestiegen und Newmont war der Meinung, das ist jetzt wertsteigernd, wenn wir das tun. Auch mit den Problemen, die Goldcorp hat, die da ja auch dabei sind. Das hat der Chef von Newmont Mining sinngemäß gesagt. Gary Goldberg heißt er übrigens, der Chef vom größten Goldkonzern der Welt. Klingt wie ein schlechter Witz aus der Finanzbranche, aber es ist so. Also, Gary Goldberg hat sinngemäß gesagt, Goldcorp ist interessant, die stehen heute da, wo wir vor 5 Jahren waren. Und das soll heißen, die haben interessante Minen, die haben aber auch vor allem interessante Projekte, wo man natürlich erstmal investieren muss. Und das ist auch alles nicht so einfach da, aber zusammen, gemeinsam, da kriegen wir das gut hin. Und das ist natürlich sehr selbstbewusst, was er da ausspricht, aber wahrscheinlich hat er irgendwo schon recht. Also die Größe durch den Zusammenschluss, die ist ein Vorteil, gerade wenn man ein paar schwierige Dinge stemmen muss. Und das zweite Argument da war, das waren die Synergien. Also wenn man da Minen zusammenlegt, wenn man Anlagen gemeinsam betreibt, dann hat man Kostenvorteile. Und Newmont sagt, wenn wir da zum Beispiel unsere Nordamerika-Aktivitäten zusammenlegen, haben wir Synergien von 100 Millionen Dollar pro Jahr, was ja nicht schlecht ist. Und Barrick wollte ja Newmont dann übernehmen. Barrick hat auch gesagt, wir können auch Minen in Nevada zusammenlegen und da hätten wir Synergien von 4,7 Milliarden Dollar insgesamt, also nicht pro Jahr insgesamt. Und dieses Nevada Venture mit Newmont, das hat Barrick dann auch gekriegt am Ende. Und das ist für beide Unternehmen mit Sicherheit auch irgendwo positiv. Ich möchte jetzt nicht ins Detail gehen bei den Aktien, das würde jetzt zu weit gehen. Wir haben uns die Aktien natürlich schon angeschaut, also wie die jetzt dastehen nach den Übernahmen, wie produzieren die, wie viel, wie teuer produzieren die, wie sind die Schulden, wie sind die Reserven und so weiter. Das schicken wir Ihnen natürlich auch gern zu im Zukunftsmärkte-Report nächste Woche. Das heißt, wenn das für Sie interessant ist, diese beiden Goldriesen oder wenn Aktienanalysen überhaupt interessant sind für Sie, dann anmelden auf www.zukunfts-märkte.de. Einmal anmelden reicht und die Reports sind immer kostenlos. Also nächste Woche Barrick Gold und Newmont Mining im Report, im Zukunftsmärkte-Report. Der Link ist hier nochmal unter dem Beitrag auch. So. Also von der Motivation her, ganz klar, Erweiterung, neues Wachstum, neue Minen, Synergien,
aber auch Kostenvorteile und Umschichtungen der Minenportfolios. Das sind die Gründe für diese Großübernahmen, die man sieht. Und warum kommen die jetzt erst? Weil es vorher schwierig war. Das Goldsektor hat ein paar schwierige Jahre hinter sich. Goldpreis ist ja gefallen bis 2015. Das hat die auf dem falschen Fuß erwischt. Da war erstmal Sparen angesagt, Konsolidierung, Abschreibung, Schulden runter, Minen weg, die man nicht unbedingt braucht. Aber jetzt stabilisiert sich der Goldpreis ja wieder seit 2, 3 Jahren. Die Bilanzen sind gesünder in den meisten Fällen von den Goldunternehmen und man hat auch gelernt, wie man sich umstrukturiert. Und man denkt jetzt, das kann man ja auch in einem größeren Maßstab weitermachen. Und darum kauft man zu, würde ich sagen. Das ist irgendwo die Denke, dass man dann eben noch mehr Assets hat, die man dann aber auch wieder optimieren kann. Und damit kann man auch wieder Wertschöpfung erzeugen. Das ist mal der eine Punkt, das eine Fazit. Und das andere Fazit, das ist aber ein Problem, das ein bisschen tiefer geht. Die Aktionäre von den Goldkonzernen, die wollen nämlich langsam mal wissen, wo kommt denn in Zukunft das Gold her? Momentan Riesenförderung ist klar, aber wie sieht es in Zukunft aus? Man braucht da ja auch große Minen, große Projekte, die muss man entwickeln und das dauert und das ist teuer. Und das Genau das ist ja zu kurz gekommen, weil man ja so lange damit beschäftigt war, dass man sich sanieren musste und dass man überleben musste. Und die neuen Minen, die man jetzt braucht, die kann man selber entwickeln. Wie gesagt, das ist nicht ganz einfach. Man kann sie aber auch kaufen durch Übernahmen. Und das ist momentan nicht unbedingt teurer bei den Kursen von Goldkonzernen und in vielen Fällen ist es auch sicherer und man hat die Minen dann sogar gleich. Man kann heute sagen, das haben wir jetzt noch zusätzlich. Das ist die Produktion momentan. Grafik vom World Gold Council. Und da sehen wir, Goldproduktion insgesamt, die steigt noch. Und man sieht auch, wann sind welche Minen neu dazugekommen vom Anteil her. Also das meiste an Produktion kommt aus Minen, die hat es schon gegeben vor 2010. Das ist unten das Grün-Graue. Das geht natürlich zurück langsam, aber es kommen jedes Jahr neue Minen obendrauf, also neue Kapazität und es gleicht das Ganze dann wieder aus. Insgesamt steigt die Produktion. Aber das hier, das sind die großen Goldfunde seit 1990. Das ist eine Grafik von Standard & Poor's. Und die großen Funde, die sind deswegen wichtig, weil die Hälfte der Weltproduktion aus großen Minen stammt. Und die Balken, das sind diese großen neuen Funde. Und diese Großfunde, die gibt es kaum noch. Die rote Linie, das sind die Ausgaben für Exploration im Sektor. Also von 2002 bis 2011 zum Beispiel, wo der Goldpreis ganz stark gestiegen ist, da sind auch die Investitionen hochgeschnellt, die haben sich verachtfacht in dem Zeitraum. Aber wenn man sieht, was da rausgekommen ist dabei, dann ist es sehr dürftig. Und das war ja eigentlich noch die Zeit, in der man viel investiert hat in Exploration. Und seitdem hat sich das aber halbiert. Und da kann man sich vorstellen, wie wenig neue Reserven da jetzt wahrscheinlich dazukommen in den nächsten Jahren. Man hat die großen Goldfunde einfach nicht mehr. Und die Minen sind auch viel schlechter geworden. 1970, da war der durchschnittliche Goldgrad bei 10 Gramm pro Tonne bei den Minen. Und heute ist er bei 1,7 Gramm nur noch. Also es ist viel weniger ergiebig. Es ist viel teurer, wenn man das abbaut. Und das ist für die Goldkonzerne schon ein Problem. Was heißt das für uns? Steigt jetzt der Goldpreis, weil es bald kein Gold mehr gibt? Ich würde sagen, das muss nicht unbedingt so sein, weil es ist ja noch viel Gold da. Wir haben ja Puffer. Gold wird ja in dem Sinn nicht verbraucht. Es wird zwar nachgefragt, aber es wird nicht aufgebraucht. Die Welt hat da schon noch Gold, das da ist. Und ich würde auch sagen, dass Angebot und Nachfrage für den Goldpreis gar nicht so die große Rolle spielen. Also physisches Angebot, physische Nachfrage, die ja auch relativ ausgeglichen sind und die sich auch über den Preis dann ja teilweise
regulieren. Ich würde sagen, entscheidender ist die Investmentnachfrage für den Goldpreis. Und die Investmentnachfrage, die hängt vielleicht auch eines Tages von der Produktion ab. Das kann schon sein. Also wenn man am Markt sieht, die Produktion geht deutlich zurück, dann kann das schon ein Argument sein. Aber erstmal sind andere Sachen wichtiger. Das Übliche eben, also Dollar, Geldpolitik, Inflation, Inflation zum Zinsniveau natürlich und so weiter. Da kennen Sie ja meine Haltung zu diesen Dingen. Und der Krisenschutzaspekt natürlich. Also ist man sorglos oder erwartet man Krisen, erwartet man unter anderem vielleicht sogar systemische Krisen, schwere Krisen. Das ist wichtig für den Goldpreis, würde ich sagen. Das ist meiner Meinung nach wichtiger erstmal als die Minenproduktion. Aber für die Minenbetreiber und für die Aktionäre dieser Minenbetreiber, da ist das natürlich schon sehr wichtig. Da müssen sich alle die Frage stellen, woher kommt denn die Produktion in 10 Jahren, in 20 Jahren? Die einen stehen besser da, die anderen stehen schlechter da, das ist ganz klar. Aber an sich, der Sektor, der braucht Antworten auf diese Frage. Und diese Antwort heißt wahrscheinlich in vielen Fällen tatsächlich Übernahmen, auf jeden Fall dann, wenn der Goldpreis mindestens da bleibt, wo er jetzt ist, dann bin ich mir relativ sicher, dass wir auch in den nächsten Jahren verstärkt Übernahmen haben werden, auch größere Übernahmen im Goldsektor. Und das ist für uns natürlich als Aktionäre eine Chance. Wir schauen uns hier ja jetzt erstmal Newmont Mining und Barrick Gold genau an im Report, im Zukunftsmärkte-Report, also nicht vergessen, anmelden. Und auf YouTube hier nächste Woche, da geht es dann um was ganz anderes, da geht es nämlich um Autoaktien. Autoaktien haben sich ja furchtbar entwickelt in letzter Zeit und man liest nur noch Horrorszenarien. Und wir versuchen mal irgendwie so ein bisschen rauszukriegen, ist das wirklich alles so übel, was man da hört, oder soll man jetzt einfach das ignorieren und Autoaktien kaufen, weil billig sind sie ja. Würde mich freuen natürlich, wenn Sie da auch wieder dabei sind. Wenn Sie es auf keinen Fall verpassen wollen, unseren Beitrag, dann abonnieren den Kanal, beim Abonnieren die Glocke drücken und dann kriegen Sie nämlich auch direkt Bescheid, sobald der Beitrag online ist. Taufrisch können Sie sich den dann ansehen. In diesem Sinne, also es bleibt spannend, es gibt viele Themen für Anleger, die wichtig sind und die interessant sind. Bleiben Sie dran, vielleicht bis nächste Woche und wie immer, Dankeschön fürs Zuschauen.